Community. Ganz herzlich willkommen zur dritten Saison mit RB Leipzig. Der jetzt amtierende deutsche Meister trifft auf den Großfavoriten zur neuen Saison, den FC Bayern München. Mein Name ist Eismännchen. Was für ein Saisonauftakt. Wir spielen praktisch nur mit einem Neuzugang, weil mehr haben wir noch nicht. Weil es nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorstelle. Ihr habt weiterhin fröhlich gepostet. Ich danke euch dafür ganz herzlich. Aber ich werde erstmal die Linie nicht verlassen. Ihr seht ja nicht, dass Julia als einzigen Neuzugang im Moment. Ich werde die Linie erstmal nicht verlassen und werde versuchen, weiterhin die Spieler zu holen, die ihr da schon gepostet habt. Hab mich so ein bisschen drauf versteift. Aber mal gucken. Also es ist ja noch viel, viel Zeit. Und jetzt nehme ich erstmal den letzten Part auf, bevor die Ostertage rum sind. Das heißt, nächste Woche dann, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, dann werde ich jetzt wieder gucken und werde dann dementsprechend eben meine Neuausrichtung planen. Mal sehen jedenfalls, was das Transferfenster in den nächsten zwei Spielen noch bringt. Das heißt jetzt erstmal bis zum Bayern-Spiel und dann nach dem Bayern-Spiel schon gegen das Schalke-Spiel. Hier seht ihr unsere Mannschaft, die habt ihr ja schon aufgestellt. Wir sehen, ich bin mal gespannt, was der Rekordmeister dagegen stellt. Ich sehe hier schon Lewandowski und Falcao, da sehe ich sie. Matsuch sehe ich da, den haben wir letztes Jahr schon gesehen. Dann sehen wir Lahm, Schweinsteiger, Rode, Rafinha, Benatia und David Alaba und Jerome Boateng. Also kein Robben mehr, kein Ribéry mehr. Und ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgeht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir spielen in Blau, stoßen an von links nach rechts. Und Pierre-Emile Højbjerg, Ex-Bayer, Halilovic, Ex-Spieler von Barca, Bart Finne, Ex-Kölner. Aber alles hier gute Jungs, die bei uns gut geworden sind. Ake auf Højbjerg. Der spielt den auf Ibarbo, der hat ein bisschen Pech. Oder, ja doch, Freistoß. Mehdi Benatia hat den Ball schon hingelegt. Ibarbo eben mal seinen Kühlschrankkörper in den Weg gestellt. Kann man ja mal machen, oder? So, Boateng spielt kurz auf Mehdi Benatia. Sehr gut gepresst. Oh, da war es fast soweit. Aber das haben sie super gelöst, die Bayern-Spieler. Philipp Lahm am Ball. Das ist Lewandowski, das ist Ramadel Falcao, der hat in den letzten beiden Spielen nicht einen Schuss aufs Tor bekommen gegen uns. Jetzt Ruhe bewahren, genau, locker bleiben. Das ist Lewandowski wieder, Schweinsteiger, Ball ist weg, oh nein! Aufpassen, Rafinha, oh mein Gott! Oh mein Gott, da hinten war ganz offen, weil wir den Ball schon einmal hatten. Schweinsteiger kann ich köpfen, zum Glück. Ja, das ist ja ein Saisonauftakt. 2 Meter vor dem Tor köpft Schweinsteiger drüber. Ja, und den Ball hatten wir eigentlich schon geklärt und haben dann gepennt. Blumen wäre machtlos gewesen, da brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt bauen wir neu auf. Über Ake und Süle geben uns hier einen Winkel zu Højbjerg, dass wir auch Raumgewinn dabei haben. Halilovic, Henrik Højbjerg, gut gespielt. Das ist Viktor Ibarbo. Der nimmt Finne mit. Jawohl, Finne lässt hier erstmal einen stehen. Oh, fehlt den Ball an Rafinha. Halilovic. Wieder Finne. Jetzt hat der Rafinha mal frisch gemacht. Und das ist Højbjerg. Oh! Das gibt Freistoß. Und das gibt Freistoß. Foulspiel von Schweinsteiger hier. Gute Situation. Ich kann es halt nur nicht. Und den wird Grimaldo schießen. Und die Mauer steht hochinteressant da gerade. Nee, nicht Grimaldo schießen. Der wird definitiv Firmino schießen. Oder Meier. Was machen wir denn da mal? Ja, falsche Spezialisten habe ich überhaupt keinen. Ich schieße mal mit Firmino. Vielleicht geht ja was. Roberto. Firmino. Ja, jetzt mal flach versucht. Nach Schuss. Kann ja alles gehen. Warum kann ich bloß keine Freistöße? Ja, ich weiß. Er sagt immer, ich soll üben. Muss ich tun, aber ich habe keine Zeit. Halilovic. Auf Süde. Auf Süde. Neuer. Manuel Neuer mit einer guten Parade. Mit einer überragenden Parade, würde ich fast schon behaupten hier. Und das versuchen wir eben nochmal. Jetzt machen wir die mal ein bisschen länger. Halilovic auf Ibarbo, der kommt nicht dran. Aber Grimaldo, der kommt wohl hin. Jawohl. Sorg. Da oben ist der Ball völlig richtig zu Meier. Meier. Oh, hat der Falcao schon verarscht. Nein. War ja schon vorbei am Gegenspieler. Situation aber jetzt vorbei. Ake. Guter Spielaufbau heute von RB. Meier. Halilovic, wurde genarrt, hat dann Pech, bleibt hängen. Ball ist schon wieder bei Falcao. Und Grimaldo muss hinterher jetzt. Super. Oh, auch klasse Goal von Rode, das ist ja überragend geholt. Lahm. Wieder Lahm. Und Højbjerg ist da, klasse. Finne, Konter läuft, aber Højbjerg ist kein Konterspieler. Ah,
falschen Mann bekommen, wenn ich damit die Barbo noch zwischengehen kann. Kann ich aber nicht. Jetzt kann es schnell gehen, jetzt müssen wir aufpassen. Finde es hinten gegen Lahm. Sind wir gerade ungeordnet. Der Ball kommt zu Lewandowski. Und zu Müller, glaube ich. Eieieiei. Gucken wir nochmal. Das war Lewandowski. Haben wir Glück gehabt, aber auch. Eigentlich war dieser Spielzug nicht rausgespielt, sondern auch glücklich vom FC Bayern. Egal. 2:1, gute Chancen für den Rekordmeister. Und es ist ja auch, ganz ehrlich sagen, nicht unser, unser Ziel hier, die Bayern wegzulatzen. Natürlich nehmen wir jeden Punkt mit. Aber neue Saison, neues Glück. Wir können nicht wieder so einen Lauf haben wie im letzten Jahr. Aufpassen. Aufpassen. Falscher Spielalarm. Blum. Jetzt ist er drin. Nein, ist er nicht, oder? Was haben sie jetzt gemacht? Es gibt zum Glück. Das war brenzlig. Es gibt einfach mal Abstoß für uns. Oder Freistoß in dem Fall. Da haben sie gefoult. Böse Falle. Sehr schön weitergeleitet jetzt mal hier. Højbjerg. Meier. Ibarbo hat aber keinen Mitspieler, aber den Ball. Der hat ja den Körper. Jawohl. Jetzt sah nicht der Pfeif gegen uns. Hat ja wohl gegen Rode jetzt gegriffen, oder? Jawohl. Gegen Rode. Das will ich meinen. Meier. Gut durchgelassen. Meier. Ein bisschen zu zentral der Schuss von Max Meier. Aber Manuel Neuer muss sich schon das dritte Mal jetzt mit. Hupala. Mittlerweile. Boah, ich bin so aufgeregt gerade. Mittlerweile richtig lang machen. Grimaldo. Wieder Meier. Gegen Schweinsteiger. Grimaldo kann den Ball behaupten. Der kommt gut. Oh. Junge. Halilovic. Runter zu Finne. Schieß einfach mal. Finne! Auch wieder daneben. Aber trotz allem, jetzt sind wir wieder im Spiel. Junge, das geht hin und her. Gute Chancen. Ein richtiges Topspiel zum Auftakt. Ich hoffe, es unterhält euch gut. Mein Herz schlägt schneller, ich bin ein bisschen nervös, sage ich ja, weil es auch gegen die Bayern wieder mal das erste Spiel gleich ist. Das ist ja, finde ich nicht so gut, wie wir gleich so die Saison starten müssen. Ist gut, ich vorhin schon mal zum Testspiel gemacht, habe gegen keinen. Aber jetzt Roberto Firmino hat Pech. Mist, wenn der durch gewesen wäre, der Ball runter zu Finne, dann wäre ganz viel Grün für Bad Finne da gewesen. Ich habe die Trikotwahl auch ein bisschen unglücklich getroffen, muss ich sagen. Ich hätte das weiße Zeug nehmen sollen. Rafinha gegen Sorg. Sorg ist auf seiner Seite ziemlich eingeengt. Ja, warum rennt denn da der eine Hansel in Sorg rein? Rafinha kommt nicht dran. Hartnäckig dran geblieben, nennt man das, glaube ich. Das ist auch alles gewesen. So, es ist gleich Halbzeit. Oh, Finne. Hat den Ball behauptet. Halilovic. Gut, jetzt ist die Seite auf. Komm. Nein, jetzt geht er nicht mit da unten, der Heini. Ibarbo. Halilovic, der war abseits, oder? Ist auch egal. Manuel Neuer ist da. Kein Problem für den Welttorhüter im Kasten des FC Bayern. So, starke Annahme von Ramadel Falcao. Sollte hoffentlich aber nichts mehr bringen. Das denke ich aber immer. Und dann ist auf einmal vor der Halbzeit noch einer da. Und da gibt es einen Gong. Rode. Oh, den haben wir schon fast gehabt. Den haben wir jetzt. So, es ist Halbzeit in Leipzig. Der Rekordmeister 0, der Meister 0. Das ist ein gutes Spiel gewesen von uns und die Bayern kannst du nicht kalt stellen auf Legende. Das ist eben so, das wolltet ihr ja auch und ich hoffe, das ist dann auch in eurem Sinne. Manchmal geht es mir dann doch ein Ticken zu schnell und für das wir noch keinen Torwart haben, in Anführungsstrichen, sieht das ganz gut aus. Ihr seht es, wir haben leichte Vorteile, mehr Ballbesitz für die Bayern, mehr Abschlüsse für RB. So soll es doch sein, wenn wir dann am Ende noch ein Tor machen würden, wäre ich sehr zufrieden. So, zweite Halbzeit, die Bayern von links nach rechts jetzt in ihren roten Rot und Blau. Jerseys, muss ich dazu sagen. Wir in Dunkelblau dagegen. Falcao, von dem haben wir noch nichts gesehen. War aber auch im letzten Spiel so, ne? Hat gegen uns nicht so richtig Leistung gebracht. Klasse Einsatz. Sorg. Das war ein guter Seitenwechsel zu Grimaldo, dem jungen Spanier. Spielt hier ein Doppel mit Meier. Der Rode ist hartnäckig. Das ist im FIFA schon öfter aufgefallen. Deswegen wollte ich ihn eigentlich haben. Guter Ballgewinn. Aufpassen. Und wieder dieser Rode. Auf Falcao, der gegen Ake. Gegen Ake. Setzt er sich durch. Trikot zu Foul. Und hoch. Blum hat den. Wunderbar. Jawohl, lass dir Zeit. Lässt er sich auch. Abwurf zu Halilovic. Auf Roberto Firmino. Gut. Ibarbo. Ganz unten geht Meier. Der kriegt ihn sogar gegen Rafinha noch. Maxl Meier. Das ist Højbjerg und das ist Halilovic!
und das ist Neuer. Junge, Junge, Junge. Manuel Neuer, der alte Sack. Holt mir die Dinger da als raus. Jetzt gibt es sogar noch Geld für einen Bayern-Spieler. Gucken wir mal, wer es ist. Rammer der verkauft? Nein, der steht nur blöd im Weg. Es ist Schweini. Okay, der Bastian Schweinsteiger mit einer gelben Karte. Die hat er sich wahrscheinlich auch verdient. Gucken wir nochmal. Oh, hat man nicht mehr gesehen. Hat den Meier mal ganz kurz duschiert. Na, okay. Zweiter schlechter Einwurf in diesem Spiel bin ich von mir gar nicht gewohnt. Lewandowski. Gegen alle. Hacke. Jawohl, Süle kommt. Ah, Süle zieht sich zurück. Sehr richtig. Bringt ja nichts. Wir müssen über seine Ballnähe schaffen. Das haben wir jetzt. Rode. Hat er den Süle frisch gemacht und das war der Abseits, oder? Von Lahm. Nein, das pfeift er nicht. Das pfeift er nicht. Und. Oi. Ja, war Lahm da. Und ich habe echt gedacht, der pfeift Abseits hier. Junge, Junge. Na gut, den kann man natürlich auch besser machen. Aber der. Ja, doch, es war wohl Abseits. Oder hat er echt daneben geschossen? Das musste auch jemand kriegen. Also der ehemalige Nationalmannschafts-Weltmeisterkapitän, den hat er schon mal besser gemacht. Egal. Abstoß für uns. Ich will mich überhaupt gar nicht beschweren. Kopfballverlängerung kommt bei Ibarbo an. Das ist dann Finne. Das ist ja fast kein Zweikampf von Rafinha. Das ist das Gute an Rafinha. Oh, weil dann holt er ihn einfach noch. Das ist einfach Rafinha. Ein geiler Typ, muss ich immer wieder so sagen. Finne läuft aber zurück und macht die Meter. Aber kann Rafinha am Ende den Ball nicht abnehmen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Benatia, Schweinsteiger. Jetzt sind die Bayern mal sehr weit aufgerückt. Wenn wir jetzt mal einen Ball erobern könnten, das wäre was. Grimaldo. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Situation. Grimaldo. Meier. Komm. Ibarbo. Ibarbo ist unterwegs. Ibarbo ist unterwegs. Kein Abseits. Ibarbo ist unterwegs. Ibarbo gegen 5. Oh, ist der Winkel zu spitz geworden. 70. Spielminute, Victor Ibarbo, Junge. Gegen 5. Und ja, Neuer, natürlich macht er das klasse. Bleibt lange stehen. Zeigt seine überragende Leistung. Zeigt seine überragende Klasse, Entschuldigung. Und ich wechsle aus. Ich sehe, dass die Kräfte dann auch nachlassen bei dem einen oder anderen. Jetzt ist mal Zeit für Mitchell Weiser, den Ex-Bayer hier für Bart Finne, der ein bisschen, nicht hinter den Erwartungen geblieben ist. Und jetzt bringe ich auch Gaudino, den nächsten Ex-Bayer, mal zwei davon. Mal gucken, was geht mit Weiser und Gaudino. Der Eckball kommt vom starken Max Meier hier rein. Eine Standardsituation, die kannst du werden, die kannst du werden. Oh, Süle, da hätte er gleich sein Premierentor feiern können. Falcao gegen Højbjerg. Zum Glück geht der Ball aus. Mann, haben wir Chancen hier? Hätten wir wenigstens einen von machen müssen. Ich habe so das Gefühl, dass die Bayern noch einen machen. Grimaldo, das war gut gespielt auf Meier. Meier setzt sich durch. Du, der ist aber auch gut momentan drauf. Rafinha hat einfach den Körper dagegen. Aufpassen. Rode wieder. Rode gegen Højbjerg. Falcao. Marke muss kommen. Gut gemacht. Grimaldo ist jetzt da. Auch wenn Lewandowski da anzeigt, dass er den haben will. Ich sag's noch. Rode. Junge, beide Mannschaften sind Weltmeister darin, Chancen auszulassen gerade. Und habt ihr Lahm gesehen. Der hat das Gesicht verzogen. Hat er gar nicht verstanden jetzt. Oh, die Bayern stellen früh zu. Das ist gut. Ich muss rauskombinieren. Grimaldo. Jawohl. Meier. Gut gezogen von Meier. Jetzt ist die Babo abseits. Achtung. Meier. Mach's allein, Junge. Mach's allein. Mach's allein. Ja. Er macht ihn einfach rein. Er macht ihn einfach rein, weil die Babo so geil in der Mitte läuft. 1:0 Max Meier in der 79. Minute. Der deutsche Meister führt gegen den haushohen Favoriten mit 1:0. Und das war nicht schlecht gemacht. Und ein Neuer wartet wieder lang. Und diesmal habe ich mir gedacht, pass auf, jetzt macht er das kurze Eck endlich mal auf. Und er macht es auf. Es war glücklich, gebe ich ja zu. Das war einfach nur spekulativ. Und er ist einfach drin. Meine Güte, jetzt nutze ich das direkt aus und werde nochmal wechseln. Werde zur Absicherung jetzt Slobodan Rajkovic, glaube ich, noch bringen. Oder Højbjerg. Nein, ich bin Kaca für Højbjerg. Der ist noch fit. Ach du Scheiße. 1:0. Leipzig, liebe Freunde. Mal gucken, was die Bayern antworten. 10 Minuten haben sie ja noch. Weiser. Über den seine Seite könnte noch was gehen. Das war ein guter Ball für den Torwart. Blum hat den. Ball zu Sorg. Über rechts ging heute nichts, muss ich sagen. Gaudino. Und da haben wir Mitchell Weiser gleich mal. Ah, oh, wird abgedrängt. Ich hatte den Ball schon zu Ibarbo durchgesehen, aber Weiser macht weiter. Komm, er zieht sogar in die Mitte rein. Zu lang, kein Problem, einfallslos. So, jetzt gehen wir wieder hier oben auf die Seite zu Sorg zurück.
Der kann jetzt den Ball eben mal treiben. Gut von Gaudino die Meter gemacht. Das ist Weiser. Das ist sein Standardproblem, dass er den Ball zu weit vorlegt. Rafinha, aber eigentlich haben wir es auch gar nicht so eilig. Das war stark gemacht. Gut gemacht von Gaudino gegen David Alaba. 2 Minuten sind noch auf der Uhr. Die Bayern wechseln zum letzten Mal. Jetzt kommt Robin für Boateng. Das ist noch mehr Offensive. Achtung, und da ist er auch gleich, Robin. Mittlerweile 33 müsste er jetzt sein, oder 34 schon. Aber immer noch beim Bayern. Meier kann nicht klären. Oh, liegt einer oben. Robin! Zum Glück war es der rechte Fuß. Die Nachspielzeit läuft. Robin hätte jetzt den auf den Fuß gehabt. Ich versuche nichts mehr. Blum. Nach vorne das Ding. Kopfballduell verloren. Boah, Leute. Abseitsfalte, das ist gut. Gut für uns. Grimaldo. Komm, die letzten Sekunden laufen. Roberto Firmino. Grimaldo. Firmino. Ibarbo. Ah, kommt er nicht durch. Und das Spiel ist aus, Leute. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen 1:0 zum Auftakt in die nächste Saison gegen die Bayern. Ich werde weich hier. Und so viel zum Thema, man kann mit RB nicht gegen die Bayern auf Legende gewinnen. Habe ich im Kommentar auch schon gelesen. Zum Glück hat meine Mannschaft denjenigen oder die es behaupten, eines Besseren belehrt. Ich freue mich darüber und ich hoffe, ihr euch auch. Max Meyer mit dem goldenen Tor in der 80. Minute. Und da seht ihr Manuel Neuer. Die haben schönen Hals. Acht, guckt euch das an. Schüsse, ja? Also ein Wahnsinnsmatch. Jeder hätte es gewinnen können, glaube ich. Wow, haben wir richtig gut gemacht. Und Weiser und Finne da oben auf der rechten Seite, seht ihr, habt schlechte Noten gekriegt. Die konnten aber gar nichts dafür, wenn ich ehrlich bin. Weil die einfach gar keine Bälle bekommen haben. Wow, zum Auftakt also auch Wolfsburg gegen Leverkusen erfolgreich mit 3:0. Das zeigt, Wolfsburg ist da. Und Leverkusen war letztes Jahr Zweiter oder Dritter. Mein lieber Mann, erster Auftritt von Kacza. Das lesen wir mal eben. So Leute, jetzt hat mir die Technik ein bisschen Streich gespielt, aber das soll uns nicht weit aufhalten. Zum Glück ist das Spiel gerettet, alles ist gut und der Lindegaard möchte immer noch das Geld haben. Der nervt mich ein bisschen. Khedira ist verkauft, damit ist der Bakkali-Transfer natürlich hinfällig, das machen wir dann anders. Dann werden wir, super, Martinez ist weg, dann werden wir den Bakkali eben ausleihen mit Kaufoption. Das ist mir eigentlich zu viel Gehalt für den Torwart, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Da überlege ich fast schon, ob ich mir echt Giefer ausleihe und darauf hoffe, dass ich Ulreich und Konsorten, wartet mal eben, das machen wir mal eben, wir gucken uns das mal an. Ich habe ja bei der Wunschliste hier, ne? Guck mal, da haben wir ja den Kollegen Ulreich und Zieler, deren Verträge laufen ja aus. Ne? Da können wir uns echt schon überlegen, ob wir im Winter so einen Torwart holen und versuchen, Giefer auszuleihen. Da haben wir mehr von. Oder eben Fährmann ausleihen. Ich weiß nicht, was Fährmann, der kriegt auch viel Gehalt. Das ist mir ja auch schon zu viel, aber nee, das machen wir nicht. Dann nehmen wir lieber einen Giefer zum Ausleihen. Das machen wir jetzt auch mal. Ja, auch so, wir bleiben auf der Wunschliste und versuchen auch Bakkali eben zu leihen, denn das wird ja so, ist es ja nun mal so nicht möglich. Und ganze Saison, künftige Ablöse, 10 Millionen. Das würde ich mal versuchen. Wir leihen ihn erstmal aus und dann haben wir künftige Ablöse für 10 Millionen. Mal gucken, ob er das macht. Das ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Das könnte, oh, Mustafi ist jetzt ja auch richtig cool, ne? Mustafi, ey, richtig cool. Bartstube, richtig cool. Wir könnten noch versuchen, Robin Knoche für Rajkovic zu tauschen, aber das wird wohl nichts geben, ne? Oder Brooks für Rajkovic. Aber Mustafi reizt mich natürlich extrem als Weltmeister, muss ich zugeben. Was könnten wir denn noch versuchen, Leute? Was könnten wir noch? Martin Montoya ist einfach zu teuer, den können wir streichen. Die haben wirklich eine Meise, ne? Also gut, der kostet natürlich auch Schweinegeld, den können wir uns eh leisten. Bernhard ausleihen würde auch gehen, aber Bernhard, weiß ich nicht. Bernhard, bin ich ein bisschen nicht so überzeugt von, aber wir haben ja da momentan eh noch Verhandlungen laufen. Na, machen wir dann mal später. Gucken wir erstmal. Da muss man sich eben das Leihen ein bisschen helfen. Ich werde jetzt hier gleich mal so den Regler verschieben. Und wisst ihr, was ich noch mache? Dann werde ich so ein bisschen Transferbudget fordern. So, das sollte genug sein. Und jetzt werden wir mal versuchen, ob wir unser Budget erhöhen können, denn wir wollen gerne in die Euroleague-Qualifikation und im Pokal eine Runde weiterkommen. Allerdings erwarten wir dann auch 8 Millionen Euro Aufstockung. Ja, K.O.-Vase erreichen ist ein bisschen viel, ne? Das wollen wir lieber nicht, aber das würden wir schon sagen. Ein bisschen Aufstockung und dann geht's weiter.
Komm, wir interessieren uns mal dafür, was gibt es denn für Trainerstellen? Gar keine. Guck mal, sind alle besetzt. Natürlich will ich hier nicht wechseln. So, Bakkali haben wir gemacht. Jetzt wollten wir natürlich noch den Kollegen Fabian Giefer gucken, ob wir den leihen können für ein Jahr. Ganz ehrlich, da versuche ich doch lieber Ulreich oder halt auch den Zieler am Ende der Saison richtig zu bekommen. Ich würde jetzt Giefer ausleihen. Oh, sorry, jetzt hört schon gerade meine Stimme weg hier. Einfach mal leihen ohne Kaufoption. Der kostet 50 Gehalt. Ganze Saison. Und das machen wir einfach mal so. Vielleicht sind sie ja interessiert daran, Fabian Giefer auszuleihen. Wobei ihr habt ja gesehen, dass der Horn auch ein guter Keeper ist. Und Giefer ist ja bei euch sehr oft gefallen. Also ich versuche Bakkali und Giefer zu kriegen. Das sind so ein bisschen eure Wunschkandidaten, als rauskristalliert. Auch ein Ochoa, aber ihr habt ja gesehen, es wäre ja Blödsinn, jetzt einen Torwart zu verpflichten, wenn wir nächstes Jahr einen umsonst bekommen können. Guck mal hier, Östonali geht auch. Das ist ja ganz wunderbar. Und guck mal an. Okay, 5 Millionen, die nehmen wir gerne. Ja, haben wir angenommen, die nehmen wir gerne. Hoffentlich kriegen wir die jetzt auch. Und Lindgaard lasse ich mal noch offen. Wie gesagt, ich gucke erstmal, was die zu Giefer sagen. Müssten sich allerdings ein bisschen beeilen, weil das Spiel wäre dann gegen die. Giefer momentan nicht ausleihen, das ist doch schon scheiße. Gnabry würde gehen. Die Ablöse beläuft sich, wobei bei Bakkali da ja auch immer noch Leihe mit Kaufoption. Wir möchten Bakkali nicht ausleihen. Läuft ja nicht so gut. Gerade mal gucken. Läuft ja nicht so gut. Ganz kurz nochmal, wollen wir die Transfers. So. Transferverhandlungen. Gescheiterte Verhandlungen, Bakkali. Ja, das war abgelehnt, das stimmt. Das ist ja ärgerlich, oder? Das ist ja wirklich ärgerlich. Wen könnten wir denn dann noch ausleihen als Torwart? Ja, Torwart ist erstmal das Wichtigste. Ihr habt Giefer angegeben, ihr habt das Coupé ausleihen wäre natürlich mal eine Option, aber das ist, keine Ahnung. Bravo, Lindegaard. Ulreich, wie gesagt, der ist ja frei. Costil habt ihr noch angegeben. Den können wir uns natürlich noch mal eben angucken, Costil. Also, Torwartproblem haben wir ja, muss ich ja sagen. Benoit Costil, der kommt von Leverkusen, aber der hat ja auch keine guten Werte, muss ich euch sagen. Und die Form ist auch dürftig. Nee, das ist mir zu riskant. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Horn ausleihen von Köln macht keinen Sinn. Das ist ihr Stammtorhüter, den werden sie nicht verleihen. Wir gucken nochmal bei Schalke eben rein. Die haben doch einen, wir haben doch Riesentorhüter. Wieso wollen die den Giefer nicht ausleihen? Das verstehe ich nicht. Dann machen wir es eben so, dann versuchen wir Fährmann zu leihen. Das würde ja gehen. Würde jetzt sämtlichen Taten widersprechen, wenn die Fährmann nicht ausleihen würden, oder? So, der Wettlo, der kann aufs Klo gehen. Also wenn der Giefer der ihr Stammtorwart momentan ist, dann möchte ich jetzt den Fährmann mal leihen für eine Saison. Ganze Saison. Macht Sinn. Versuchen wir es mal hier. So, den Bakkali wollen sie, wie gesagt, nicht ausleihen im Moment. Das stört mich ein bisschen. Warum wollt ihr den Bakkali nicht ausleihen? Das ist echt ärgerlich. Jetzt hätte ich gedacht, über Leihgeschäft können wir hier richtig was bewegen. Und die spielen uns überhaupt nicht in die Karten, die Säcke gerade. Ne? Müssen wir mal gucken. Zakaria Bakkali. Ja, zeigt großes Potenzial. Ich würde ihn auch kaufen, nur ich habe kein Geld. Also ich habe schon Geld. Ja, dann sagen wir mal so. 11 Millionen? Haben die da Interesse an einem unserer Spieler? Ja, wir haben ja auch keinen mehr, den wir jetzt verkaufen wollen eigentlich, muss ich sagen. Ne? Wir haben ja, dass der Rajkovic 5 Millionen wert, das kann man gar nicht glauben. Okay, machen wir so. Und der Rajkovic ist ja nicht sonderlich beliebt bei euch. Da würde ich jetzt nochmal versuchen, hier einen euer Wunschspieler zu kriegen. Aber Brooks ist der Einzige, der Sinn macht bei Rajkovic. Versuche ich nochmal. Vielleicht macht Real Madrid den Deal ja, dass Slobodan Rajkovic zu ihnen geht. Weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon versucht hatte. Ist schon wieder ein bisschen was her. Aber wir probieren es einfach mal. Ja, also Rajkovic bekommt ein bisschen weniger Geld. So, wunderbar. Haben wir denn eigentlich die Kohle jetzt schon bekommen? Haben wir. Also 5 Millionen mehr, jetzt natürlich auch was folgen an Deals. Das Problem ist, dass das Schalke-Spiel direkt vor der Tür steht. Jawohl, einen Tag vorher möchte ich schon nochmal stoppen. Gnabry ist verkauft anscheinend. Oh, wir sind am Schalke-Spiel, das ist bitter. Oh, die Elfenbeinküste, das ist interessant, aber nein, ich bin dagegen.
haben die eine Macke? 21 Millionen für Bakary. Das ist mir zu viel. 9 Millionen und der Spieler vorhin, das hätte ja fast geklappt, aber der war ja, hat er mit dem Gehalt so blöd gemacht. Ja, das wärst du wahrscheinlich auch, Mitchell Weiser. Den haben wir jetzt verkauft. Estunadi ist verkauft. Gnabry ist verkauft. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir natürlich immer noch keinen Torwart. Ich versuche nochmal die Laie mit der künftigen Ablöse. Von 14? Ach, ich weiß auch nicht, das ist Quatsch eigentlich. Also 21 Millionen ist mir zu viel für Bakary, da bin ich ganz ehrlich. Da gibt es andere Spieler und dann... Ich weiß, Bakary ist geil, der geht voll ab, aber ihr habt ja gesehen, sie wollen ihn nicht leihen und 21 Millionen ist mir zu viel. Ihr seht das auch hier, guckt mal ins Budget, da können wir überhaupt nichts mehr machen. Da sind wir wieder so eingeengt, da haben wir nur ein paar Chancen hier, ein bisschen Geld auszugeben. Nee, ganz ehrlich nicht, das ist mir nicht wert. Vielleicht habe ich mich da mal wieder verzockt, aber ihr kennt mich, da bin ich ja eiskalt. Jetzt müssen wir sowieso erstmal spielen und wir haben nicht mehr so viele Spieler, sehe ich gerade. Ja, aber es passt, ne? Es passt, das ist alles kein Problem hier. Lampard und Klostermann sind noch übrig, also zwei können sie sogar noch verletzen. Und ja, dann müssen wir eben mal gucken, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich werde jetzt die Spieler von der Wunschliste streichen. Die lasse ich natürlich drauf. Ich lasse Giefer runter, weil ich einfach nicht verstehe, warum die den nicht verleihen. Aber den beenden wir jetzt und streichen den. Das wäre optimal gewesen, das Verleihgeschäft mit ihm. Tal lasse ich mal drinne. Holger Badstuber wird drinne bleiben, weil sein Vertrag ausläuft. Deswegen will ich auch noch ein bisschen Geld übrig haben. Mustafi, ja, Mustafi ist cool, aber nicht zu bezahlen. Das habt ihr ja nun selber eingesehen, denke ich. Ihr kennt meine Linie dazu, ja. Bei Bernhard wüsste ich jetzt gar nicht, ob er uns weiterbringt. Ja, dann versuche ich lieber den anderen Deal, der mir vorgeschlagen worden ist. Das zeige ich euch eben noch. Harry Kane ist auch keine Option, die mich interessiert. Finde ich auch zu teuer. Ja, Bakary nehme ich jetzt auch runter. Das ist Wahnsinn, was die für den haben wollen. Correa wäre noch eine Option, das müsst ihr entscheiden, wie ihr das seht. Und einen habe ich ganz vergessen. Knochen nehmen wir noch runter, auch weil er... Na, teuer ist er nicht, also Robin Knochen kann man noch drauf lassen. Aber andererseits sicherlich nicht mehr erste Wahl. So, eine Sache habe ich noch vergessen. Ganz wichtiger Deal, fand ich richtig clever, die Idee. Und zwar, passt auf. Ja, einer hat mir noch geschrieben. Ich habe noch einen Spieler aus einer anderen Karriere noch. Gucken, ob ich den so kriege. Der ist richtig guter Linksverteidiger und der bringt uns auch wirklich weiter. Ne, den kriegen wir so nicht. Dann gehen wir auf Valencia. Und zwar geht es hier um Gacha, den Linksverteidiger vom FC Valencia. Der ist richtig cool und kostet auch, glaube ich, so um die 10 Millionen. Haben wir mehr von, als wenn wir Bakary am Ende des Tages kaufen. Und ich mache mal eine Anfrage für Gacha. Für 7 5. Ich bin der Meinung, ich habe damals 9 bezahlt und da können wir immer noch einen guten Spieler kaufen mit guten Werten für den Flügel. Den brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Also Bakary ist für mich jetzt das Thema erledigt und jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt in die Kommentare. Ich nehme die nächste Folge mit RB erst auf, wenn ich eure Kommentare gelesen habe. Das heißt auf gut Deutsch, ihr habt jetzt Zeit, mal 2 Tage oder einen Tag zumindest richtig drunter zu kloppen. Ja, und dann gucken wir mal, hoppala, was bei rauskommt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao und haut rein.